Herzlich willkommen zurück zu Minecraft LP mit den Netzwerk Gaming Pros. Permo, Jan, wo auch immer er ist, und ich, Dance. Der Permo futtert schon wieder. Ja, Hunger. Und es hat sich noch nicht sehr viel getan, seit ihr das letzte Mal zugeschaut habt. Der Klotz steht noch. Der Klotz. Und er wird noch besser. Das ist echt voll hässlich, das Teil, aber das wird noch richtig geil. Ich glaub da dran. Ich glaub da dran. Die Hoffnung stirbt als letztes. So sieht's nämlich aus. Nee, aber ich hab das Ding ja da hängen. Wow, was? Scheiße. Permo, komm mal vorbei hier. Ich hab einen Freund. Hast du einen Enderman getriggert? Keine Ahnung, warum ich den getriggert hab. Der ist auf einmal neben mir aufgetaucht. Macht der überhaupt noch hier? Keine Ahnung, der müsste eigentlich schon längst tot sein, ne? Ja, wenigstens verschwinden müsste. Den hast du nicht. Nee, den hast du nicht angeguckt. Jetzt aber, jetzt geht's aufs Maul. Jetzt hat er so. Komm her, du Lappen. Ich kann hier nicht leiden, die Jungs. Die zerstören auch hier hinten. Die zerstören auch einem immer alles, was man gebaut hat. Ja. Die klauen die Pedder. Ja. Oder ein Deadblock. Erdblock. Ja, wo er aber hintriggert. Lass den mal herkommen. Hier kommt er nicht her. Das ist doch hell. Achso, ja, stimmt. Normalerweise müsste der abholen. Der ob man hier macht. Also, wo ist mein Stand der Dinge? Ja, ja, eigentlich schon, ne? Hast du eine Enderperle? Nix. Doch, hab ich. Enderperle. Und die Schafe, ey. Was? Die Luft schmeißen. Nein, da portet er sich doch nur irgendwo hin. Was? Nee, die. Nein, die Sterne. Ach, doch, in die Richtung. Ach, das, ja, das war ja wegen diesen Tempeldingern. Also, wo die nächsten. Portale Dinger sind. Irgendwo? Ah, nein, verdammt. Hast du es jetzt echt? Jetzt mal. Nein, hab ich nicht. Oh. Jetzt mal auf Jens. Guck mal kurz her. Jetzt ein Auftrag. Hast du das einen Auftrag für mich? Ja. Ah, Auftrag. Ich komme, Auftrag. Zau. Oh, mein Gehege. Wofür? Für Kühe. Nein. Ja, doch, ich bin mit meinem Lass unterwegs. Wo soll ich denn das bauen? Noch Kühe, keine Ahnung. Achso. Platz aus. Aber so weit willst du die ziehen? Ach nee, ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal welche finden. Ja, okay, mach mal. Hat auch jemand angefangen, Holz abzubauen, hat nicht weitergemacht. Ihr seid echt die Besten. Das war ich. Du bist echt der Beste. Ja. Ich baue das Gehege bei den Schafen. Da hinten machen wir so ein Bauern-Ding draus. Ja, die Schafe gibt es hier auf dieser Karte echt en masse. Ja. It's Sheep World. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig brutal. Guck mal, wie der Baum schon gewachsen ist hier oben. Der Waypoint-Baum? Nee, nicht der. Ich mache hier gerade oberhalb, links, rechts oberhalb. Habe ich hier alles voller Bäumchen gepflanzt. War ich ja wichtig und so. Gut, Bäumchen haben wir ja. Mehr Bäumchen. Das ist ja nicht. Wird schon wieder dunkel? Nein, das ist ein Schaf. Ja, ja. Das geht, die Sonne geht unter. Ich würde zurücklaufen, das wäre jetzt irgendwie doof. Wir brauchen ein Reisebett. Ein Reisebett? Ja, klar. Warte, ich hab da hier Kühe gerade gehabt. Armetau. Ah, das bringt ja nichts, weil ich bin ja nicht da. Oh verdammt. Was denn? Creeper. Ja, der kürzt ab, der springt einfach ins Wasser. Da ist ein Zombie, fickt euch doch. Lass mich in Ruhe. Hallo. Gibt's nicht diese Fackelmod eigentlich, dass man hier irgendwie während des Laufens, also wenn man eine Fackel in der Hand hat, bis man Umgebungsbeleuchtung hat? Ja, die ist ja auf jeden Fall ziemlich cool. Dynamic Lights heißt die. Ah. Also ich bin back to home. Ja, ich bin far, far away from home. Ja, hast du kein Dings dabei? Nee, ich hab kein Bett dabei. Komm, cheaten wir, lock schnell aus. Lock einfach mal kurz aus. Ja, nee. Oder? Doch, warum? Na gut. Okay, Leon, geh mal schnell schlafen. Jan? Okay, jetzt kannst du wieder einloggen. Ja, das ist aber kacke, Alter. Guck, der Ofen hat immer noch nicht alles fertig gebrannt in der Zeit. Das ist normal, ja, weil das Spiel. Weil nichts drin ist. Was? Das ist doch, oder habt ihr Kohle nachgelegt? Der Jan hat irgendwas am Ofen gemacht. Ich hab Kohle reingelegt.
Okay, weil vorhin war ja keiner drin. Mein zweites Schwert nehmen sollen. Am Creeper. Komm her. Nein? Schön. Warum kann eigentlich nicht ein Creeper im Wasser in die Luft springen? Das ist eigentlich voll unlogisch. Was? Warum der in dem Wasser nicht was? Warum der sich im Wasser in die Luft springen kann, ist eigentlich voll unlogisch, weil eine Zündschnur würde ja im Wasser eigentlich ausgehen. Explodieren die? Ja gut, aber ein Creeper ist ja keine Zündschnur, oder? Doch, hat einen Zündschnur-Sound, dann ist es eine Zündschnur. Ja, aber vielleicht hat er einen integrierten Zündschnur, so wasserdicht. Oder irgendeiner zündet ihn fern. Aber dann hätte er keinen Zündschnur-Sound. Was ist das? Wer knackt denn hier eigentlich? Jan, wie Sau. Was? Alter! Wo geht da? Knack. Hat sich immer noch kein neues Headset gekauft. Nein. Ich hab das bestellt gehabt und hab's zurückgehen lassen. Warum? Weil es kaputt war. Und einfach zwei Tage drin waren. Hast du einfach kein neues bekommen dann? Also Ersatz? Nee, das war mir dann zu doof. Das sah auch scheiße aus. Das sah nicht so aus wie, auf der Verpackung. Also, so wie ich es bestellt habe. Okay. Dann habe ich gesagt, fegt euch. Oh oh. Gerade voll am Pfeil. Alter! Jan! Ändere was? Du knackst wie Sau. Wieso was knack ich denn? Keine Ahnung, aber dein Headset irgendwo knackt wie Sau. Zweite Enderperle. Musst halt gucken, dass du dich mit deinem Headset nicht so viel bewegst und das nicht irgendwie hin und her schiebst oder so. Jetzt knackst du momentan nicht. Vielleicht liegt es auch im Kabel. Weißt du? Okay. Das ist echt schlimm. Schlimm. Ja, kannst du ja mal die Aufnahme angucken, dann hörst du es ja mal, wie das okay. Hört. Und bam, schon wieder. Geil. Keine Kühe. Keine Kühe, gell? Ich hab noch keine einzigste gefunden. Schafe ohne Ende, aber Kühe wollen nicht. Ja, Schafe, Schweine. Durchgegangen. Was auch? Wo hinten ist Nadeldingsgedöns. Da bring ich doch mal ein paar mit. Wo wir gerade bei Verpackungen sind, da waren eben ja, dieses von Bioshock zum Beispiel wurden ja im Trailer Szenen gezeigt, die so nicht im Spiel sind. Ja, wie es eigentlich bei fast jedem Game ist. Mittlerweile, ja. So, jetzt gibt es aber in, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kanzlei heißt, auf jeden Fall klagt die halt gerade gegen 2K, weil sie halt Produkte so vermarkten, wie es eigentlich gar nicht gibt. Ja, da hat einer auf jeden Fall gute Chancen zu gewinnen. Aber das ist, nee, ich weiß nicht, das gilt doch eigentlich dann unter Marketingrecht, weil das läuft doch bei Filmen mittlerweile ganz genauso. Wieso? Gezeigte Szenen im Film habe ich bisher immer auch die gesehen, oder? Nee. Also dann hast du die Trailer vielleicht nicht wirklich ganz genau angeguckt, aber es gibt heutzutage in fast jedem Trailer Szenen, die nur für den Trailer produziert worden sind. Aber das hat auch den Hintergrund, weil man nicht nur die Leute geil auf den Film machen will, sondern auch, dass man nicht dem Film vorgreift durch den Trailer. Weißt du, willst das kann ich ja vielleicht noch verstehen, ja. Ja, und das ist so gesehen fast nichts anderes, sage ich mal, weil wenn du jetzt einen Spiele-Trailer machst, ist es ja, ein Spiel ist ja im Endeffekt nichts anderes wie ein fortlaufender Film, in den du eingreifst. Wie ein interaktiver Film ist ein Spiel eigentlich. Was ist daran anders da? Ich sehe das ja so, wenn ich mir ein Audi kaufe, möchte ich auch keinen Artbook haben oder so. Weißt du wie? Ah, der Vergleich hinkt. Ja. Der Vergleich hinkt stark. Wenn er steht... Nur kurz weg. Jo. Da steht, keine Ahnung, 200 PS, 3 Liter Maschine, bla bla bla. Möchte ich das auch haben und nicht nur eine 2,9 Liter Maschine,
2,8 Liter, sag ich mal. Und 280 PS, so nach dem Motto. Oder, das ist doch so. Vielleicht ein besserer Vergleich. Wenn ich Volllederausstattung kaufe, dann möchte ich auch Vollleder haben und nicht Teilleder. Sowas. Ja, aber du kaufst ja nicht den Trailer. Du, ja, stopp, jetzt pass Werbung. Auf, wenn du so einen Vergleich machst, dann musst du aber von dem richtigen Vergleich ausgehen, das heißt Werbung und das Produkt, ja? Ja, du siehst im, warte, ja genau, ja, du siehst im Fernsehen, siehst du jetzt einen Audi mit Volllederausstattung, blablabla, ne, und der driftet eine Straße entlang. Das heißt aber nicht, dass du mit dem Auto trotzdem die Straße lang driften kannst, oder? Doch. Nein. Und wenn du ein Spiel siehst, beziehungsweise einen Trailer von einem Spiel siehst, und die in dem Spiel Szenen zeigen, die extra für den Trailer produziert worden sind, um das Spiel attraktiver zu machen, dann ist es genau das gleiche, wie wenn du ein Auto driften siehst. Was du selber nicht machen kannst. Und der Hersteller kann diese Szenen aber machen. Weil, hat er ja gezeigt. So gesehen. Durch das, meinst du können, weil ich es nicht kann? Sag ich mal, von meiner Person her oder können, weil das das Auto nicht kann? Sowohl als auch, würde ich jetzt mal sagen. Weil, wenn es an mir liegt, dann ist das ja wieder was anderes. Ja, aber dir liegt es doch auch, dass du die Spieleszenen nicht spielen kannst, weil du es bist. Der Hersteller kann sie aber rein theoretisch spielen, weil er sie reinprogrammiert hat, aber vom Endprodukt sozusagen weggelassen hat. Das wäre dann ja, wie wenn ich ein Auto kaufe mit 3 Reifen. Ja, nee, wie gesagt, der also das Hersteller hat auch dran programmiert. Ich glaube, das ist Marketingrecht, die können sich da vorbehalten, wie sie wollen und das ist kein Grund, jemanden zu verklagen. Der hat keine Gerichtsbarkeit bei sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß nicht, das wäre schon krass, wenn das funktioniert, aber ich weiß nicht. War jetzt auch nicht explizit Bioshock, es war jetzt ein anderes Spiel, aber bei Bioshock ist mir halt gerade das wieder eingefallen. Dass das da so ähnlich war, oder was? Ja. Ja, nee, wie gesagt. Da ist mir das aufgefallen, sag ich mal. Bleib hier, ich hab Kühe außerdem. Oh, cool. Ich bin schon am Zaun. Zaunen. Soll ich den Zaun an der Erdwand hochstellen, dass man einfach reinlaufen kann? So kannst du machen. Gut. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, wenn das so ist, aber... Ja, cool. Wie ignorieren die mich gerade? Was, die Kühe? Ja. Ah, armes Fermo wird ignoriert. Aha. Hallo, Kuh. Ah, geht doch. Wahrscheinlich erst mit ihnen reden. Ja, das ist ja ganz normal, ne? Dass man erstmal mit den Kühen flüstern muss. Kuhflüsterer-mäßig. Nee, also ich bin da. Das ist ein sehr. Na, ich weiß nicht. Es ist ein sehr kompliziertes Thema wahrscheinlich, weil da viel Markenrecht und sowas mit dran hängt. Und wie gesagt, das ist ja. Ein Kunden wird ja immer das Produkt besser dargestellt, als sie es eigentlich ist. In der Regel, ja, das immer. Ist doch aber nicht richtig. Natürlich ist es nicht. Also rein vom Standpunkt des Menschlichen ist es absolut nicht richtig. Aber es ist doch ganz normal. Wenn du Werbung guckst, da siehst du eine Frau, die da siehst du einen Typen, der macht sich hier Axt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ja egal. Zum Beispiel Axe, ja. Der sprüht sich da die Scheiße das Deodorant auf seinen Körper. Die Scheiße. Und geht auf die Straße und hat dann irgendwie 300 Frauen an seinem Arsch hängen. Ne? Ja. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich Axe drauf hab. Nein. Natürlich. Aber das ist genau das Gleiche. Genau, ja, das ist aber. Das ist Markenrecht. Das ist einfach, die dürfen es, weil es weil es Werbung ist. Jan, bist du wieder da? Aber nicht. Bist du auf dem Weg zurück?
Ich bin Weg zurück, ja. Ja, jetzt müssen wir ja sowieso online bleiben, weil du ja die Kühe hast. Okay, dann ist egal. Ja, ich brauche noch ein bisschen Holz und der Jan klackt schon wieder, das heißt, er ist wieder da.